Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal Invest Informat. In diesem kurzen Video möchte ich euch nur darüber informieren, dass es passend zur Olympia jetzt von Cake ein sogenanntes Bake-Off gibt und was dieses Bake-Off kann und was euch das bringen soll, wenn ihr euch jetzt bei Cake anmeldet. Genau das werde ich euch in diesem kurzen Video präsentieren. Für diejenigen von euch, die Cake noch nicht kennen und nicht wissen, was einem Cake zu bieten hat, denen habe ich schon ein Video gemacht, das ich euch jetzt oben rechts in der Ecke verlinken werde. Und vielleicht für diejenigen, die schon bei Cake dabei sind, aber noch nicht so ganz in der Tiefe sind, die können sich einmal das Video zum Freezer anschauen, das ich euch produziert habe, das ich euch jetzt ebenfalls rechts oben in der Ecke verlinken werde. Bevor wir jetzt aber reinspringen, hier noch einmal der Hinweis auf mein Notizbuch. Crypto Assets, simply a safe place when a hacker can access. Das absolute Must-Have in der Kryptoszene. Schaut euch das Ganze unbedingt einmal an. Es hat schon den einen oder anderen seine Seeds gerettet. Bevor es jetzt aber wirklich losgeht und wir reinspringen, hier noch einmal der Hinweis, dass alles, was in diesem Video gezeigt wird, rein der Unterhaltung dient und in keinster Weise irgendeine Beratung oder Investmentempfehlung darstellt. Also, was muss man jetzt zu diesem Olympia-Bonus genau wissen? Also, dieser ganze Cake-Olympia-Bonus ist ein Bonus, der bis zum 8. August 2021, 10 Uhr AM UTC, gilt. Und wenn man sich bis dahin anmeldet, bekommt man sage und schreibe $50 in DFI von Cake als Bonus obendrauf. Und ich denke, das ist schon eine tolle Sache. Und alleine für diejenigen von euch, die Cake schon länger nutzen und die wissen, was Cake zu bieten hat, wissen, mit diesen $50 in DeFi kann man durchaus schon einiges anfangen und zum Beispiel diese DeFis dann für 5 oder 10 Jahre in den Freezer stecken und kann damit ganz nette Gains erreichen. Also sollte man sich auf keinen Fall, wenn man noch nicht bei Cake ist, entgehen lassen. Und jetzt schauen wir uns noch an, was da genau zu tun ist. Also wie vorher erwähnt, bis zum 8. August 12 Uhr UTC muss man sich bei Cake anmelden und natürlich auch das KYC durchlaufen. Und wenn man das geschafft hat, muss man eigentlich nur mehr Assets im Wert von mindestens $50 bei Cake einzahlen. Und dann hat man es eigentlich auch schon geschafft und Cake verdoppelt dann quasi diese $50 in DeFi. Und das ist, glaube ich, schon ein ganz nettes Startkapital, das man sich auf keinen Fall entgehen lassen sollte, wenn man hier bei Cake noch nicht mitmischt. Und das war es eigentlich auch schon, was ich euch in diesem kurzen und informativen Video mitgeben wollte. Also auf keinen Fall vergessen, 8. August, 12 Uhr UTC. Bis dahin habt ihr Zeit, euch hier bei Cake anzumelden und diese $50 in DFI einzustreichen. Gut, und das soll es jetzt dann auch gewesen sein. Wenn euch das Video einen Mehrwert geboten hat, dann gebt ihm bitte einen Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr wieder informiert werden wollt, wenn ein neues Video bei mir im Kanal erscheint. Und drückt das Glöckchen, damit ihr auch wirklich punktgenau wisst, wann dann das Video auch online geht. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.